Simon, das, was Alfred sagt, ist ja so dieses, was auch in dem Beitrag war, die Angst, dieses graue Maus-Image irgendwann sozusagen wirklich endgültig, sich dieses graue Hemd anzuziehen bei Bayern 04 Leverkusen. Ist der neue Trainer vielleicht gerade deswegen geholt worden, weil das, was du vorhin ansprachst, wir haben viel Potenzial, das muss weiterentwickelt werden, weil er dafür der Richtige ist? Ja, absolut. Da hat er große Fähigkeiten, auch von der Kommunikation, nicht nur fachliche Fähigkeiten, aber auch von der Kommunikation her. Vielsprachig, kann engen Draht zu den Spielern aufbauen und sie trotzdem fordern. Und deswegen, sage ich mal, auch mit eine junge Mannschaft, es ist ja nicht einfach mit der jungen Mannschaft sozusagen erfolgreich zu sein und viel rauszuholen. Deswegen muss man sehr professionell arbeiten und die sind die Ansprüche auch intern hoch, um die Spieler weiterzuentwickeln, dass sie Top-Spieler werden oder noch besser. Und deswegen der Anspruch intern ist hoch an die Spieler auch, das Beste rauszuholen. Und unser Weg oder jeder Verein hat ja auch eine gewisse Identität. Und unsere Identität und natürlich der Verein, so wie er aufgestellt ist, ist auch jungen Spielern eine Chance zu geben, jungen Spieler zu entwickeln. Und deswegen müssen wir nicht weniger arbeiten, wir müssen noch viel besser arbeiten, als wenn man mit Etablierten arbeitet. Aber ich muss hier sagen, also wir reden von grauer Maus. Genau. Wenn eine Mannschaft uns, Deutschland, international vertritt, und das tut ja nun mal Leverkusen, sind sie doch weit weg von der grauen Maus. Ja. Also graue Maus heißt für mich, ja, du hast recht. Permanent 13. 14. Natürlich habe ich recht. 3 Euro. Entschuldigung, dass ich das überhaupt in Frage gestellt habe. Aber wir können und dürfen doch nicht von einer grauen Maus reden, bei einer Mannschaft, die natürlich höhere Ansprüche hat, die uns international vertritt. Wo kommen wir denn dahin? Du hast recht. Und nicht nur da. Der Begriff ist falsch? Ja, nein, Begriff, aber von der rechten Seite vom Parlament hier haben wir beide reagiert. Weil ich denke auch, erst muss man die graue Maus definieren. Und zweitens, das ist eine Mannschaft, die hat einen Kai Havertz entwickelt. Die haben jetzt einen Wirt, der jetzt kommt. Und da kommt sicher mehrere. Ja? Und da muss man anfangen. Und zum Führungsspieler, ja, die Führungsspieler, die gibt, aber die gibt in 2021 anders als zum Beispiel der. Der war einer von den besten Führungsspielern, der je in den deutschen Fußball gab. Aber diese sterben aus. Ja? Die kommen andere. Und dann verstehe ich die Philosophie von Leverkusen. Ja, die wissen ja. Ich verstehe das auch. Simon geht ja zum Bett und denkt immer, warum haben wir keinen Titel gewonnen? Und der muss ja hier sagen, ja, wir arbeiten dran. Natürlich, das ist ja der Albtraum für alle Leverkusen-Fans. Aber der entwickelt sich. Man sieht, dass es ist eine Philosophie. Und da muss man Spiele gewinnen. So einfach und jetzt kommt, noch ein Punkt. Jetzt kommt noch ein Punkt, was der Simon ja eben gerade auch gesagt hat. Wir wurden letztes Jahr Sechster. In diesem Jahr wollen wir besser sein und erfolgreicher sein. Das heißt für mich 5, 4, 3, 2 oder 1. Aber also ist das ja eine Kampfansage. Ja, absolut. Ja. Aber du weißt schon, letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, war Bayer Leverkusen Erster. Ja, das heißt aber und nichts. Die Rückrunde haben sie dann als 12. in der Liga Dortmund abgeschlossen. Dortmund war mal Tabellenführer, Gladbach war Tabellenführer. Ich gucke ja regelmäßig bei T-Online. Ja. Und da habe ich von dir eine These gefunden, die folgendermaßen da drin steht. Ohne Bailey und die Bender-Zwillinge sind für Leverkusen sogar die Plätze für die direkte Euroleague-Quali in Gefahr. Genau. Das heißt ja nicht, dass das passiert. Ne? Hier kam ja die Ansage auf der anderen Seite. Ich glaube schon, durch Bailey und durch die Bender-Zwillinge. Vor allen Dingen für die Balance in der Mannschaft waren die enorm wichtig. Das waren Führungsspieler, Persönlichkeiten, keine Frage. Die hast du jetzt nicht mehr. Sie haben eine junge Mannschaft. Dann muss sich eine Hierarchie erstmal bilden. Du machst den Torwart zum Kapitän. Okay, Neuer ist auch Kapitän, aber vielleicht hätte man einem zentralen Spieler diese Binde geben sollen, müssen vielleicht, aber das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube schon, dass es in beide Richtungen bei Leverkusen gehen kann. Aber ich nehme das jetzt auf, was Simon gesagt hat. Wir wollen besser werden als Sechster und das werden wir beobachten. Und ist es nicht ein Signal, dass man holt einen Trainer, das finde ich ganz cool, dass man holt einen Trainer, der weiß, wie er Meisterschaft gewinnt hat, in der Schweiz dreimal hintereinander gewonnen. Das ist ja auch ist ja ein guter Trainer. Man holt eine Einstellung, die internationale Sachen und so, das bringt man im Verein ein. So, das finde ich gut. Aber ich glaube auch, dass Leverkusen, man weiß nicht, welche Richtung. Die können Champions League kriegen, aber die können auch ein bisschen unten kommen. Also was ich gut finde, das muss ich auch wirklich sagen, ist, dass man sich große Ziele setzt und die auch verbalisiert. Weil viele sind ja doch sehr, sehr vorsichtig. Ach, wir geben gar keine Saisonziele raus und wir wollen nicht, damit man hinterher nicht eine draufkriegt. Dass man klare Ziele setzt, ist, glaube ich, wichtig, um auch der Mannschaft zu zeigen, wo man
hin will, um das zu verwirklichen, was die beiden hier auch so loben an dem, was du gerade gesagt hast. Ja? Also, dass man sagt, okay, das ist unser Saisonziel und zwar egal, ob jetzt noch viel passiert und was noch passieren kann auf dem Transfermarkt. Ja, absolut, weil ich, was ich eingangs sagte, dass ich überzeugt bin, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir viel Potenzial haben, dass wir vielleicht auch mal Schwankungen in der Saison haben, aber trotzdem auch mit dem Trainer eine gute Konstellation haben, wo wir besser werden als letztes Jahr. Davon bin ich überzeugt. Und dass auch bei den Führungsspielern, auch natürlich jetzt die Benders haben aufgehört, mit 21 oder 20 waren die Benders auch noch nicht so, wie sie jetzt Klar. aufgehört haben. Und deswegen, das ist ja immer der Prozess in der Mannschaft. Gab es ja auch mal einen Umbruch, als andere bei uns aufgehört haben, Führungsspieler. So, und dann sind die Benders da reingewachsen und haben eine Führungsrolle übernommen. Das ist normal, das findet sich in jeder Mannschaft. Ja, wenn prägende Köpfe gehen, gibt es ein Vakuum, das setzt Energie frei, aber natürlich auch gewisse Unsicherheit. Okay, wer ergreift die Chance? Und ich finde schon, dass wir da auch Spieler haben, die sich da entwickeln können.